Jetzt kommen wir zu den Lösungsansätzen. So, und wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört. Wir haben jetzt auch schon gehört, dass jeder Einzelne von uns eine gewisse Verantwortung hat, sowohl in der Küche wie auch im Umgang mit Antibiotika, dass Ärzte natürlich sehr viel mehr den Dialog führen müssen mit ihren Patienten, Patienten hinterfragen müssen, ob sie ein Antibiotikum brauchen oder nicht. Also das haben wir alle schon gehört. Und deshalb bitte ich Sie alle fünf jetzt einfach um ein Statement am Ende, was Ihnen besonders wichtig ist in Sachen Lösungsvorstellungen, Lösungsansätze, wohin wir denken können, damit wir eben nicht in 20, 30 Jahren sagen müssen, okay, multiresistente Keime sind die Todesursache Nummer eins, bitte. Also für mich ist der wichtigste Ansatz ganz klar, dass wir den Antibiotikagebrauch reduzieren, also weise Antibiotika-Anwendung durchführen und das in allen Bereichen. Und dazu braucht es einfach besseres Verständnis und besseres Wissen in allen Bereichen, also sowohl Landwirte als auch. Was kann die Politik dazu beitragen? Das würde mich noch wundern. Also was kann sie, was muss sie fördern? Die Politik muss die Rahmenbedingungen dazu schaffen, also zum Beispiel, dass im Krankenhaus die Ärzte geschult werden zu diesem Thema, dass niedergelassene Ärzte entsprechend fortgebildet werden, also zum Beispiel ein Antibiotika-Pass oder sowas. Aber auch die Allgemeinbevölkerung muss eben besser informiert sein über dieses Thema. Ja, es ist ein ganz kompliziertes, riesiges Thema. Also das ist genau der entscheidende Punkt. Der Einsatz muss reduziert werden, also auf das Notwendige. Das heißt, man muss zum Beispiel Alternativen natürlich entwickeln dafür. Es gibt einen WHO-Plan, den kann jeder angucken. Das sind fünf Aspekte, fünf große Punkte. Und an all diesen Punkten wird in Deutschland intensiv geforscht. Der eine Punkt ist, man muss darüber Bescheid wissen. Das heißt, kann man über Kampagnen machen, Weiterbildung wissen. Man muss das Problem transparent erkennen. Das ist das Allerwichtigste. Man braucht Zahlen. Diese Zahlen werden generiert und stehen auch auf Websites, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, um das Problem wirklich darzustellen. Bei MRSA gibt es zum Beispiel da geht es runter, bei den anderen geht es hoch. Es gibt das Thema, neue Diagnostika zu finden. Es gibt das Thema, dass man andere Therapien am Menschen macht. Also es gibt eine Reihe von Themen. Aber das Entscheidende ist wirklich, dass wir verstehen, dass das eine Lösung beinhalten muss, die über viele verschiedene Sektoren geht. Es ist nicht nur technisch, es ist ein Verständnis von Menschen. Es ist ein kompliziertes Thema und ein globales Thema. Das heißt, wir müssen in all den fünf Bereichen, die im WHO-Plan sind, müssen wir drin forschen, arbeiten und uns weiterbilden. Und unter anderem brauchen wir natürlich auch neue Antibiotika. Welche Rolle spielt das Impfen an der Stelle? Das Impfen ist eine Maßnahme natürlich, wenn Sie sich impfen lassen und dann mit diesem Erreger gar nicht infiziert werden. Prävention ist natürlich ein Riesenthema. Dann, wenn Sie gar nicht erst krank werden, brauchen Sie natürlich auch kein Antibiotikum. Hm. Also Prävention, Vorsorge für Infektionen spielt natürlich auch eine riesige Rolle, wo auch viele Programme gefahren werden, gerade die Hygieneprogramme in Krankenhäusern. Also ist ein komplexes Thema, wo nicht eine Lösung alleine helfen wird. Das haben wir, glaube ich, an diesem Abend verstanden. Herr Bernichausen, Sie plädieren für den einen globalen Ansatz. Wie könnte der aussehen? Ja, viele globale Ansätze, aber so strukturell vereint. Das ist einfach der Ansatz der Entwicklung, der besseren Entwicklung. Professor Wieler hat das Impfen erwähnt. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn ich hier über die ärmsten Länder der Welt rede, dass auch dort die Impfraten gegen die bakteriell erregenden Krankheiten hochgehen und dort eben die Infektion verhindert wird. Das sind aber auch ganz grundlegende Entwicklungsfragen. Sauberes Wasser, dass Menschen Seife haben zu Hause und in der Schule, dass man gelernt hat, sich die Hände zu waschen, also Verhaltensveränderungen, die auch in den ärmsten Gegenden der Welt, aber unterstützt durch strukturelle Maßnahmen wie sauberes Trinkwasser, gute Hygiene, gute Toiletten. Natürlich haben ganz viele Menschen auf der Welt keine vernünftige, moderne Toilette und defekieren im Feld und sind damit natürlich ihren eigenen Exkrementen viel mehr ausgesetzt und auch den Exkrementen der anderen. Also die Sanitätsversorgung in den ärmsten Ländern der Welt. Und dann, und ich fand das sehr toll, was Sie erzählt haben über die MUCs, kann man natürlich auch die ärztliche Versorgung, die es nicht gibt, kreieren, indem man Community Health Workers und vielleicht Krankenschwestern ausbildet im rationaleren, besseren Antibiotika verschreiben in den ärmsten Ländern auf der Welt. MUCs sind jetzt ganz billig zu transportieren. Sie sind quasi zero marginal costs. Sie kosten jetzt nichts. Sie sind produziert. Man muss sie irgendwie umsetzen in den anderen kulturellen Kontext und könnte jetzt Krankenschwestern und Gemeinschaftsgesundheitsarbeiterinnen bessere Bildung an die Hand geben. Wer kann das denn, oder sag ich mal, an wen appellieren Sie da denn hauptsächlich? An welche internationalen Institutionen?
Wer kann das umsetzen, was Sie da fordern? Es gibt natürlich die großen internationalen Organisationen für die Entwicklung, für die Impfungen ist das Gavi, das ist die globale Organisation. Und wissen die schon, was sie zu tun haben und tun es einfach nicht, oder? Nein, nein, sie sind dabei. Also Gavi ist natürlich bei der EMA-Bewegung mit dabei und weiß, wo die Rolle, die sie spielen muss, sitzt. Also ich denke, die Weltbank weiß. Aber sie kommen noch nicht so hinterher. UNICEF weiß, dass um die Kindergesundheit zu unterstützen, sicheres Trinkwasser eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, aber das ist ja, ich sage jetzt mal, das ist ja eine Binsenweit. Also mit dem sauberen Trinkwasser, das wissen wir ja schon ganz lange. Also irgendwo scheint es ja zu haken, dass die Umsetzung nicht, weil UNICEF kümmert sich schon sehr, sehr, sehr lange um Kinder in Not. Nur das, was Sie vorhin an anderer Stelle moniert haben, also das dauert ja offenbar alles sehr lange. Ja, hat sich natürlich stark verbessert in den letzten 30 Jahren. Also die Kindersterblichkeit ist weltweit stark zurückgegangen, unter anderem durch das Tun dieser globalen Organisation und natürlich müssen die Staaten auch selber und die Menschen auch selber befähigt sein, hier mit durchzugreifen. Man kann es nicht nur den globalen Organisationen überlassen. Dazu gehört natürlich Bildung, also halt Aufklärung und wie in allen Fragen. Und vielleicht der letzte Punkt, also digitale Innovation. Es gibt einige wirklich spannende Ansätze, wie man mit einem Smartphone, und das gibt es jetzt auch in Afrika, mit 60-70%iger Verbreitung in den ärmsten Gebieten auf der Welt, wie man hier nachweisen kann, sind es gefälschte Medikamente oder sind es echte Medikamente, indem man den Barcode liest und jetzt aus einer globalen Datenbank bekommt, es ist richtig, es ist falsch. Also ich glaube auch so die innovativen Methoden, die wir über Technologie, die nicht sehr viel kostet am Ende. Das App muss mal entwickelt werden. Sobald es entwickelt ist, kann man es ganz vielen Menschen auf der Welt quasi kostenlos zur Verfügung stellen. Mhm. Also ich denke, auch da werden sich in einzelnen Bereichen technologische Lösungen auftun, die uns viel helfen werden. Mhm. Frau Böhe, Sie scheinen mir die kritischste an diesem Abend hier zu sein, infolge Ihrer ganzen Recherchen. Darum bin ich jetzt gespannt, was Sie sagen, denn von den anderen Seiten hört es jeden Film schon so an, als ob wir so auf dem wahnsinnig guten Wege sind und alles eigentlich gut wird und wir keine Furcht haben müssen. Naja, Furcht, ja. Also es ist, ich denke, das Wichtigste ist, dass der Antibiotikagebrauch reduziert wird, also wirklich drastisch reduziert wird. Es ist so, dass das ja so ein bisschen jetzt stagniert. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, dass es so wahnsinnig viele neue multiresistente Keime gibt zum Glück, aber man kann sich da jetzt auch nicht drauf ausruhen. Also wir müssen erstens, sie brauchen die Schnelltests. Das dauert einfach viel zu lange. Ich weiß nicht, warum die Hausärzte das immer noch nicht machen. Man kann ja jetzt auch nicht den Patienten sagen, ihr müsst euren Arzt bremsen und ihm sagen, was er verschreiben soll. Das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, zu sagen, ich brauche jetzt aber einen Bluttest, sondern das muss ja der Arzt eigentlich machen. Also wir brauchen diese Schnelltests und die sind auch da und die müssen auch eingesetzt werden. Einfach, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass wir es, ich weiß, es gibt sehr viel Forschung im Bereich neuer Antibiotika. Also das wusste man schon von Anfang an, dass Resistenzen sich entwickeln. Und man hat sich dann einfach hingesetzt und zu spät mit der Entwicklung neuer Antibiotika angefangen. Und es ist total schwierig, neue Antibiotika zu finden. Es dauert und dann die klinischen Studien hinterher und auch überhaupt Antibiotika zu finden. Es ist eben nicht so, dass man sich hinsetzt im Labor und hat dann eins. Und da sind einfach die großen Pharmakonzerne ausgestiegen, weil es nicht wirtschaftlich ist, ein Medikament herzustellen, das dann irgendwo möglichst wenig eingesetzt werden soll. Das steht dann im Krankenhaus im Schrank und soll dann nur ganz wenig. Das ist aus ökonomischer Perspektive nachvollziehbar. Das kann man ja auch eigentlich in einer freien Marktwirtschaft gar nicht verlangen von einem Pharmaunternehmen. Und da, denke ich, ist die Politik gefordert. Die Politik, die einfach, vielleicht müsste es eine politische Aufgabe sein des Staates, die Menschen mit gesundem Trinkwasser zu versorgen, eben auch mit Antibiotika zu versorgen. Also das ist ja eine Diskussion, die es durchaus mal geben könnte. Dass es also die Aufgabe des Staates ist, für Antibiotika zu sorgen und auch die Forschung mit zu finanzieren. Bitte, Sie bleiben. Ja, also meine Forderung oder mein Wunsch am Ende ist einfach auch, also insgesamt mehr Forschung und Entwicklung, ein Ergebnis, offene Diskussion. Ich glaube, das ist das, was wir drumherum halt auch immer brauchen, also dass man nicht von vornherein Wege ausschließt oder Präferenzen schafft. Was wir sehen, ist, dass uns Technik auch richtig nochmal voranbringt. Ich sag mal so, im Händchenbereich sind wir jetzt dran, Einzeltierverfolgung, Einzeltieranalyse, Bewegungsprofile, also dass wir einfach noch schneller, noch besser, noch individueller auf jedes Tier eingehen können. Das ist das eine. Und klar, also insgesamt die Reduzierung, der Ausstieg aus der Nutzung von Antibiotika. Und dann glaube ich, und das ist auch wichtig, dass wir lernen, in Ketten zu denken.
Weil was hilft es, ich sag mal, wir sehen es dann nachher, ich sag mal, bei der Kläranlage oder so, wo ein Problem aufkommt, sondern dass wir wirklich von vorne bis hinten denken, dass wir immer auch, ich sag mal, am Ende den Verbraucher im Blick haben. Und das ist ja das, wo, glaube ich, jeder sein Interesse hat, dass er nachher, ich sag mal, das Bestmögliche auch erwarten kann. Und dafür müssen wir von vorne bis hinten einen Ansatz haben. Und ja, da brauchen wir noch mehr Zusammenarbeit, noch mehr Unterstützung.